Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Mpox. Wir sind hier definitiv nicht in Hamsterhausen, ja, auch wenn der Schein hier ein wenig trügt mit meinem Popori-Priester. Wir sind hier in Terra, welches ich seit dem letzten Late Game eigentlich ganz interessant finde und mal gekauft und angezockt habe. Ich bin mittlerweile Level 21 und das Spiel gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich finde die Quests ein wenig öde, das Setting ist auch nicht so meins, aber es macht Spaß, vor allem aufgrund des dynamischen Kampfsystems. Ich habe mir hier einen Priester ausgesucht und werde euch in Zukunft auf meinem Weg zu Level 60 so das ein oder andere Besondere vorstellen. Ich werde jetzt nicht zig Videos zu Terra produzieren, sondern mir einfach nur Besonderheiten rauspicken und euch die zeigen. Ja, und zwar, das erste Besondere, was ich in Terra gefunden habe, ist das Heilen. Das Heilen ist definitiv nicht so wie in anderen MMORPGs, sondern sehr besonders. Aufgrund des Kampfsystems, was ja mit einem Fadenkreuz und mit dem Zielen, mit dem manuellen Zielen funktioniert, ist das Heilen was ganz anderes. Und zwar erkläre ich euch erstmal, wie das mit dem Zielen funktioniert. Wir haben hier ein Fadenkreuz, das seht ihr in der Mitte, was immer mitschwenkt. Von MMORPGs ist man es ja eigentlich gewohnt, dass man eine freie Maus hat, womit ich jetzt zum Beispiel auch die Zauber in meiner Aktionsleiste unten anklicken könnte. Ich kann hier gar nicht klicken, einfach weil die Maus die ganze Zeit mitgeht. Ja? Das heißt, wenn ich jemandem hier Schaden zufügen möchte oder ihn aber heilen will, muss ich den anvisieren. Ich zeige euch das mal hier hinten. Wenn ich zum Beispiel auf den schießen möchte, weil das jetzt ein Feind ist, es ist jetzt kein Feind, es ist ein ganz normaler NPC, drücke ich einfach, zack, und ziele dann auf den. Ja, wenn ich jetzt woanders hin ziele, bewegen sich die Kugeln auch in eine andere Richtung. Ja, ich kann hier einfach meine Feinde oder meine Freunde nicht ins Ziel nehmen, sondern ich muss auf sie zielen. Ich hoffe, das ist klar, denn das ist sehr besonders. Und die Heilung ist ebenso besonders. Wir werden jetzt, und zwar habe ich hier unten meine ganzen Heilspells versteckt, alle in der oberen Leiste hier, andere Heilspells habe ich nicht. Die werden wir jetzt einmal nach und nach durchgehen, damit ihr das Heilen so ein wenig versteht. Auf der 1, ja, ich nenne das einfach mal 1, habe ich hier die Selbstheilung. Die drücke ich jetzt und werde einfach selber geheilt. Langweilig, ja, funktioniert in jedem anderen MMORPG auch so. Dann der zweite gelben Button da unten, da habe ich meine konzentrierte Heilung. Das heißt, das ist ein direkter Heal, womit ich zwei meiner Mitspieler heilen kann. Ich zeige euch das mal hier an den Mitspielern. Ich will den heilen und ich will den heilen. Ausführen. Zack, beide geheilt, ja. Und hier habe ich jetzt beide geheilt und musste die dann auch anvisieren dazu. Ja, eine sehr, sehr geile Sache. Entdeckt einfach die Möglichkeiten hinter dem Ganzen. Sobald ich mein Ziel wirklich anvisieren muss, muss ich den hinterherlaufen. Die müssen sich so bewegen, dass ich die sehe. Ja, und das ermöglicht ganz neue Dimensionen. Ihr seht, ich drücke den Heilspell. Alles klar, jetzt muss ich den Menschen hier zum Beispiel erfassen. Drücke nochmal und jetzt wird er geheilt. Und das kann ich mit bis zu zwei Zielen machen. Zum Beispiel 1. Wo ist ein zweiter Spieler? Habe ich hier nicht. Doch da. 2 und zack, zweimal Heal. Ja, das heißt, die können auch auseinanderstehen. Ich habe halt die Möglichkeit, 2 anzuvisieren. Ja, hier hat mich gerade jemand erkannt. Und das ist auch ein Priester und der heilt mich gerade auch. Er weiß wahrscheinlich nicht, was ich hier tue, aber vielleicht sieht er dieses Video ja. Okay, das war die direkte Heilung. Dann habe ich hier noch einen Heilkreis. Den zauber ich einfach und zwar bestimme ich mit meinem Fadenkreuz wieder die Stelle, wo ich den hinhaben möchte. Ich möchte ihn zum Beispiel da unter diese Ramschkiste haben, also muss ich hier ungefähr hinziehen. Das habe ich mittlerweile so ein bisschen raus. Zack, der bildet sich jetzt darunter und alle Gruppenmitglieder, die hier drin stehen, bekommen einen Hot. Das heißt eine Heilung über Zeit, ja, Heal over Time. Der ist auf einem relativ hohen Cooldown, wir gehen mal eben kurz drauf, hat einen Cooldown von 12 Sekunden. Den kann ich also nicht spammen, sondern muss den immer mal wieder casten. Ja, also das heißt, hier drunter, jetzt werden die beiden Leute ja auf dem Pferd geheilt. Ja, das ist der direkte Heal, zack, zack, und beide werden geheilt. Coole Sache, oder? Also das heißt, das bringt einfach neue Sachen in die Heilung mit rein. Dann habe ich noch einen Hot, also noch einen Heal over Time, den ich jetzt mal drücke. Und dann werden alle Spieler um mich herum, ihr seht den Kreis gleich ganz deutlich, geheilt. Achtung, das caste ich jetzt. Jetzt ist er durch und alle, die sich jetzt in diesem großen Kreis befunden haben, bekommen einen Hot. Und zwar ist das maximal 5 Spieler innerhalb von 16 Metern, so groß ist der Kreis, kriegen 10 Sekunden, alle 2 Sekunden lang 88 Lebenspunkte hier in diesem Fall. Auch ganz nett, oder? Das heißt, noch ein Hot hier um mich herum. Dann haben wir hier auf der Taste 5 unten noch einen Kreis, der heilt allerdings nicht, sondern nimmt Schwächungszauber von freundlichen Spielern. Also decursen,
Dispellen, das wird damit gemacht, für alle Leute, die MMORPGs kennen. Mache ich auch mal. Zack. Ist ein kleinerer Kreis. Und alle Schwächungszauber, alle Flüche, alle die Schwächungszauber halt, ich glaube, das Wort reicht, sind dann von meinen Mitspielern entfernt. Ich muss also zu denen hinlaufen und diesen Kreis machen. Ich kann das nicht aus der Entfernung heraus. Ja, das sind auf Level 20 meine Heilspells. Ich habe auch noch unterstützende Sachen, wie zum Beispiel diese nette Sache hier. Ja, das ist einfach ein Buff, den ich mir selber gebe, der jetzt durchgecastet ist. Und jetzt bekomme ich jede Sekunde 100 Mana. Ja, sieht man jetzt gerade nicht, weil... ich volles Mana hatte, aber jetzt seht ihr wieder 100, ne? Also ich bekomme dann immer 100, 100, 100, das ist dann einfach Mana, das ich zurückbekomme. Nochmal kurz unten in die Theorie eingucken, ich bekomme 20 Sekunden lang nach einer Sekunde immer 100 Mana-Punkte gut geschrieben und das Ganze 20 Sekunden lang. Eine sehr nette Sache, kann man auch während des Kampfes machen, benutze ich sehr, sehr oft. Dann gibt es noch diese Mana-Aufladung. Wenn ich jetzt sehr, sehr wenig Mana habe, kann ich mich kurz mit Mana vollpumpen. Und zwar drücke ich dann einfach meinen Hotkey dafür, zack, zack, und im roten Bereich regeneriere ich 800 Mana, zack, 800 Mana regeneriert. Wenn ich mal schnell Mana brauche, einfach eine schnelle Reserve brauche, dann kann ich auch einfach bis orange warten und regeneriere dann aber weniger Mana. Geht dann aber allerdings schneller, ne? Zack, orange, okay, gib mir das Mana, zack, 319 Mana wiederbekommen. Ja, also das ist so mein Mana-Fluss, den ich wiederbekomme. Was als Heiler auch ganz nett ist, wenn ich bei mir jetzt hier F11 drücke, ist das ein Zauber, mit dem ich schneller rennen kann. Ist auch eine ganz nette Sache in Instanzen. F12 ist eine Wiederbelebung, auch wieder um mich herum. Das heißt, ich muss mich vor einen Spieler stellen, drücke dann F12 in meiner Leiste unten und kann dann vor mir den Spieler wiederbeleben. Geht übrigens auch im Kampf. Das Einzige, was ich als Heiler noch benutze, ist der wilde Rückzug, so heißt er, glaube ich. Das ist dieser hier. Damit katapultiere ich mich nach hinten und kann Zielen ausweichen, auch ganz wichtig. Ich mache zwischendrin nochmal den Mana-Hot, damit ihr den Mana in Aktion seht, weil ich gerade relativ wenig Mana habe. Hier nochmal dieser Mana-Hot, beziehungsweise Mana-Tick, ja, das ist wohl das bessere Wort. Und wie gesagt, C ist der Rückzug und dann habe ich noch die 4, die macht genau dasselbe, nur ohne Schaden. Da kann ich mich halt schnell zurückziehen. Sehr, sehr geile Sache. Hat mir bisher, und ich bin erst Level 20, ja, also mit Level 60 gibt es dann noch ein paar mehr Fähigkeiten, hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, also das sind so meine Heilfähigkeiten. Für Leute, die das die Heilung in Terra interessiert, war das, denke ich mal, jetzt gerade interessant. Wenn ich hier in meine Fähigkeiten reingucke, kann ich auch noch Glyphen verwenden, wie zum Beispiel bei der Selbstheilung kann ich sagen, ich kann eine Glyphe reinsetzen, dass die Lebenspunktregeneration um 20% erhöht wird. Oder ich kann zum Beispiel sagen, die konzentrierte Heilung, da habe ich jetzt keine Punkte investiert. Wenn ich da Punkte investiere, erhöht das die Anzahl der anvisierten Ziele um 1. Das heißt, ich kann nicht nur 2 Leute gleichzeitig heilen, sondern 3. Ja? Und wie das Ganze in der Praxis aussieht, das gucken wir uns jetzt an in der Instanz Secret Base, abgekürzt SB. Ja? Viel Spaß, erste Instanz Level 20 hier in Terra mit mir. The Secret Base. Level 20, erste Instanz überhaupt in Terra. Sobald man Level 20 erreicht hat, darf man hier rein und sein Unwesen treiben. Ich als Heiler, ich muss euch sagen, ich bin kein Profi, das war meine erste Instanz. Ihr werdet auch hier definitiv kein Terra PvE Endcontent erleben, einfach weil es die erste Instanz ist. Also spart euch die Kommentare dahingehend, dass es vielleicht ein wenig zu einfach ist oder so. Es geht hier mehr darum, euch das Heilen und den Instanzaufbau als solches näher zu bringen. Ihr seht das hier, der große Kreis, haben wir eingangs gelernt, steht für den Hot. Hier gibt es Direct Healing, ich markiere beide Tanks. Wir haben hier einen Lanzer und einen Krieger dabei, die sich im Grunde beide das Tanken so ein bisschen geteilt haben. Also auch nicht so hundertprozentig, aber es hat ganz gut funktioniert. Und weiter haben wir noch einen Priester dabei, der allerdings nicht heilt, sondern wo wir uns entschieden haben, dass der offensiv mitmacht. Auch der Priester ist offensiv eigentlich ganz okay. Während des Questens habe ich bisher keine Probleme. Macht alles sehr viel Spaß, ist zwar langsamer als andere Klassen, viel langsamer, ich würde ungefähr sagen halb so langsam, beziehungsweise halb so schnell wie andere Damage-Klassen, aber er kommt ganz gut durch und auch im Open PvP ist das Ganze sehr spaßig. Ja, das ist der erste Boss. Man lernt da und auch schon bei den Trash-Gruppenwellen einfach Übersicht zu behalten. Hier sehe ich zum Beispiel lilane Balken, ja, die jetzt blau werden. Ich habe gerade decursed. Ich bin zu meinen beiden Tanks vorne hingelaufen. Die hatten beide einen Schwächungszauber drauf.
einmal den Kreis gemacht, dann werden die Balken wieder blau und dann weiß man, okay, es ist alles in Ordnung. Sobald sich diese Balken nämlich lila verfärben, wie es gerade war, ihr habt es wahrscheinlich kurz gesehen, ist der Spieler mit einem Fluch oder halt mit einem Schwächungszauber belegt, den man halt mit diesem Kreis wegmachen kann. Ansonsten seht ihr hier direkte Heilung, ne? Immer den direkte Heilung aktivieren, dann die zwei Leute kurz anvisieren und dann nochmal drücken. Das hier ist diese Mana-Infusion, das heißt, bam, bekomme ich jetzt hier in dem Fall 549 Mana wieder, weil ich zu früh gedrückt habe. Und letztendlich, wie ich gerade auch schon gesagt habe, ist es das A und O, sich richtig zu bewegen und mit der Bewegung die Mitspieler einfach in der Übersicht zu haben, ja, sie immer im Fadenkreuz zu haben, sie nicht zu verlieren, denn das Verlieren eines Spielers ist in Terra, zumindest als Heiler, wirklich der Tod des Spielers. Sobald ich den Spieler nicht mehr sehe, kann ich ihn nicht mehr anvisieren, sobald ich ihn nicht anvisieren kann, kann ich ihn nicht heilen. Deswegen müssen auch die Spieler, ja, also das heißt die DDs oder die Tanks, einfach im Kopf haben, der Heiler muss mich sehen, der Heiler muss hinter mir herlaufen können, der Heiler steht nicht irgendwo auf einer bestimmten Range, sagen wir mal 40 Yards oder so, guckt mit dem Kopf zur Wand und heilt mich die ganze Zeit. Das läuft hier ein wenig anders ab. Hat man den Boss besiegt, bekommt man hier eine schöne Endsequenz, die einem dann zeigt, Mensch, du bist ein töften Typen und hast hier das Tor geöffnet und darfst weiter zum zweiten Boss. Der Trash war ehrlich gesagt ziemlich öde, also das war sehr, sehr viel Trash, bin ich gar nicht mehr gewohnt. Aber so konnte man sich das Heilen ganz gut aneignen. Hier haben wir zum Beispiel einen klassischen Tankfehler, er pullt, die beiden Mobs sind hier vorne und er dümpelt da hinten irgendwo rum. Ich werde jetzt auch noch verlangsamt, check's irgendwie nicht, mich zu decursen und laufe jetzt in Zeitlupe da hinten hin, komme dann allerdings auf die Idee, auf die ganz pfiffige Idee, da so einen Heilkreis hinzulegen, ja, mache ich jetzt. Genau, und dann habe ich einen Hot in den ganzen Spieler. Die Spieler stehen auch fast alle drin. Und, naja, nicht ganz, aber sie werden ganz gut hochgeheilt und die Situation ist eigentlich entschärft. Der Schwierigkeitsgrad war nicht allzu hoch, außer beim Endboss. Da bin ich so ein bisschen ins Schwitzen gekommen, weil er die Leute ge-one-hitted hat. Aber darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja, das Telefon klingelt hier hinten gerade im Hintergrund, aber ich werde jetzt einfach ignorieren und hier weiter kommentieren und hoffen, dass jemand dran geht. Ja, hier geht's weiter mit direkter Heilung, genau, und mehr Mobs, ja, also das heißt, wir haben hier einfach mehr Mobs am Start und die Übersicht wird immer schlechter. Ich weiß nicht, ob ich mir die ausblenden lassen kann, die gegnerischen Mobs, aber ich glaube, das wäre auch nicht so wirklich dienlich für mein Spielen, einfach weil ich wissen muss, wie viel HP haben die Gegner, wann switcht der Tank und so weiter und so fort. Deswegen muss ich als Heiler bei Terra einfach lernen, Übersicht zu bewahren. Ihr seht, das ist alles sehr, sehr, sehr chaotisch auf den ersten Blick. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran und lernt einfach so zu spielen. In Raids übrigens sind 20 Spieler auf einem Haufen. Ja? Also das heißt viermal mehr als hier. Und da muss man definitiv Heiler-Einteilungen machen und von der Positionierung sich auf jeden Fall auch absprechen. Weil man kann halt nicht sagen, ich heile nur meine Gruppe, weil ich die Balken hier alle sehe aus meiner Gruppe, sondern ich muss tatsächlich meine Spieler auf dem Terrain, ja, also das heißt in der Instanz auf irgendwie einer Position haben, wo ich sie sehe, wo sie in meinem Blickfeld sind und wo sie mir auch nicht weglaufen. Ganz, ganz wichtig. Heiler-Einteilung wird bei den Raids wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Ja, hier pullen wir wieder zwei größere Mobs. Der Tank läuft irgendwo hin und sammelt irgendwie alles ein. Ich wollte jetzt hier schon schreiben, Alter, mach deinen Scheiß alleine, aber entscheide mich dann irgendwie, ach, das sind nur so kleine, läufst du mal hin und heilst ein bisschen mit. Ich entscheide mich hier, glaube ich, auch ein bisschen Damage zu machen, einfach weil ich gerade Bock drauf hatte und weil so viele Mobs auf einmal stehen und da wollte ich natürlich auch ein bisschen AOE machen. Ich glaube, das kommt jetzt gleich, haut eigentlich ganz gut rein und man kann mit diesen Kombos wirklich sehr, sehr schöne Ketten machen. Hier zum Beispiel, zack, 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 weggehüpft, so wie ich das auch beim Questen mache. Die Heilkombos, da bin ich noch nicht so wirklich hintergestiegen. Es gibt auch so Heilkombinationen, das heißt, wenn ich zum Beispiel so einen Kreis auf dem Boden mache, der Schwächungszauber von meinen Mitspielern runternimmt, kann ich zum Beispiel eine Combo anwenden und unmittelbar danach den Kreis machen, der diesen Hot vergibt und das dann mit weniger Cast-Time oder so. Bin ich noch nicht so wirklich hundertprozentig hintergestiegen, muss ich mir noch angucken. Im Hintergrund sehen wir hier schon den Endboss. Ich hoffe, ihr bekommt hier einen guten Einblick. Die Bosse, die dauern übrigens ultra lang. Ich habe das natürlich hier alles sehr, 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 sehr krass runtergeschnitten. Ich glaube, der Boss alleine hat 7 oder 8 Minuten gedauert.
richtig fett. Also der visiert immer so einen an, ja, und dann macht er diesen Jump und one-hittet dann teilweise Leute damit, ja. Also wenn man als DD hier zum Beispiel, bam, Blizzard, unser zweiter Priester ist jetzt zum Beispiel tot, ja, ihr seht das links in den Unit Frames, ich wiederhole das gleich nochmal, ist einfach so weggestorben. Ich versuche ihn hier wieder zu beleben, ja. Starte den Versuch, werde unterbrochen und zack, kann ihn nicht wiederbeleben. Das war schon relativ tricky. Ihr werdet auch gleich sehen, wie man hier ausweicht. Hier nochmal eine Großaufnahme, Blizzard tot mit einem Schuss, ja. Wenn der Gegner einen ins Target nimmt, ja, wie hier glaube ich gleich zum Beispiel, muss man sich wirklich schnell umdrehen und wegspringen, weil man sonst halt wirklich tot ist. Ja, ihr seht das hier. Bam, weggesprungen und der Gegner an mir vorbei. Nochmal in Zeitlupe, weil es so schön war. Er visiert mich an, ich mache meinen Fluchtschritt, zack, weg. Der Gegner hinterher und trifft mich so nicht. Ja? Das war, glaube ich, das einzige Skillvolle, was ich in dieser Instanz gemacht habe. Der Rest war, ja, ziemlich easy, muss ich sagen. Aber er hat einen wirklich guten Einblick gegeben ins Groupplay von Terra. Und ich denke und hoffe, dass in den weiteren Instanzen einfach mehr Fähigkeiten bei den Bossen dazukommen. Und dass man das Ganze dann auch perfektioniert. Ich habe hier ziemlich viele Fehler gemacht, die einem aber verziehen wurden, was für eine erste Instanz mehr oder weniger normal ist. Ja, also da gehen die ja auch nicht davon aus, dass da eine Truppe Profis irgendwie reinrennt, sondern die gehen davon aus, dass halt Anfänger diese Instanz spielen. Ne? Ja, Resümee, viel zu viel Trash. Ja, die Bosse waren ganz cool. Das Heilsystem ist richtig geil. Das dynamischste und movementlastigste Spiel, auch was Übersicht angeht. Heilungsspiel, was ich jemals gemacht habe. Ich habe jetzt schon in Edge of Cone mal mit so einem Mitra-Priester, glaube ich, war das geheilt. Ich habe mit einem Priester in World of Warcraft geheilt. In Warhammer Online habe ich auch mal geheilt. Nie als Main, aber ab und zu mal. Und ja, das war bisher meine interessanteste Heilerfahrung. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes in Terra ganz gerne sehen wollt. Ja, das ist kein Garant dafür, dass ich dazu ein Video mache, aber mich würde es einfach mal interessieren, ja, was wünscht ihr euch? Was denkt ihr, ist anders in Terra? Bei mir war es ja von Anfang an, dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, wie man in diesem Spiel heilt. Habe halt den Priester erstellt, meine Klasse so gefunden und weiß es jetzt, weil ich es halt als Main jetzt mittlerweile spiele. Und vielleicht interessiert euch ja auch was. Ich kann euch natürlich nicht zeigen, wie man jetzt Damage-Dealer spielt oder Tank, einfach weil das nicht meine Klasse ist. Aber vielleicht andere Systeme, das Glyphensystem und so weiter und so fort. Wenn da Interesse besteht, mache ich auch dazu vielleicht ein Video, aber nicht in regelmäßigen Abständen. Ja? Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, jetzt könnt ihr euch irgendwie in den Comments kloppen und da irgendwie erzählen, dass WoW besser ist oder dass, keine Ahnung, Guild Wars besser ist oder Terra besser ist. Ich handhabe es wie folgt, ich spiele World of Warcraft, ich spiele Guild Wars 2 und ich spiele Terra und spiele halt immer das am meisten, was mir gerade Spaß macht. Vielleicht macht das der eine oder andere nach, ist, denke ich, ganz cool. Ich habe irgendwie nicht wirklich die Lust und auch nicht die Energie, mich in irgendwelchen Comments mit irgendwelchen Leuten zu flamen, welches jetzt das bessere Spiel ist. Jedes Spiel hat so seine Vor- und Nachteile und ja, ach, ich glaube, das kriege ich in die Köpfe der Spieler so sowieso nicht rein. Von daher, handhabt das einfach, wie ihr wollt. Viel Spaß in Terra, in Guild Wars, in World of Warcraft, in Battlefield, in Ultima Online, in EverQuest, in was auch immer ihr spielt. Denn es kommt immer darauf an, dass ihr spielt und Spaß dabei habt. Das war euer Mpox, justgaming.eu. Ja, euch noch viel Spaß. Bis dann. Tschüss, tschüss.